Top 5 Tipps, um eure Bikes ready zu machen für den Sommer. Mein Name ist Steffen Thumm, ich bin seit 15 Jahren Mountainbike-Profi, fahre für das Mountainbike Racing Team und im Weltcup, da habe ich Mechaniker, die kümmern sich um mein Fahrrad, aber zu Hause schraube ich eigentlich auch ganz gerne selber. Und heute geht es darum, 5 Tipps, wie kriegt ihr euer Rad startklar für die Saison. Es spielt dabei gar keine Rolle, ob ihr Rennrad, Mountainbike, BMX, Enduro, die Tipps sind für alle dieselben. Insofern packen wir das Rad jetzt mal in den Locker rein. Bevor wir mit den 5 Tipps zur Bikepflege anfangen, kurze Frage an euch. Pflegt ihr euer Bike eigentlich regelmäßig? Einmal die Woche, einmal im Monat, jeden Tag? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Meinung einfach unten im Kommentarfeld einfügt. Schritt 1, Bike Wash. Es geht gar nicht darum, die Räder blitzeblank sauber zu machen, sondern vielmehr darum, dass man an einem sauberen Rad erkennt, wo muss Öl hin, wo nicht, ist vielleicht was kaputt. Darum, erster Schritt, macht die Bikes mal sauber. Beim Bike Wash könnt ihr nicht viel falsch machen. Ein bisschen Spüli, warmes Wasser, alles einschamponieren, am Schluss wieder abspritzen, fertig. Wenn ihr das Bike wascht, habt am besten Regenjacke und Regenhose an, weil klar, oder? So, Bikes sind sauber, Bikes sind trocken, jetzt geht's ab an die Werkbank. Nach dem Reinigen muss die Kette erstmal trocken sein, aber dann Öl drauf. Es gibt verschiedene Öle, ihr könnt von oben ölen, von unten ölen. Am Ende ist wichtig, überall wo es sich bewegt, muss Öl drauf. Und auch wichtig, kein Öl auf die Scheibenbremse. So, Kette ist geölt, Schalthock ist geölt, alle Gänge funktionieren, es macht keine Geräusche mehr, man hat länger dran Freude. Wir können weiter zum Punkt 3. Für den nächsten Tipp habe ich das Vorderrad schon ausgebaut. Es geht ums Thema Sicherheit, eines der wichtigsten Themen. Bitte schaut einmal in eure Bremse unten rein. Ist noch genug Bremsbelag vorhanden? Es gibt keine Faustformel. Entweder das geschulte Auge oder das Manual von euren jeweiligen Bremsenherstellern. Wir haben hier mal einen super abgefahrenen Bremsbelag und einen neuen Bremsbelag, dass ihr den Unterschied seht. Wenn ihr das Laufrad wieder drin habt, prüft den Druckpunkt. Bleibt er konstant? Ist alles gut? Verändert er sich? Müsste die Bremse entlüftet werden? Da geht ihr am besten zum Radshop. Das Thema Bremsen gibt es zweimal, hinten und vorne. Somit zählt es natürlich für beide Bremsen. Tipp 4, nach dem langen Winter müsst ihr ein bisschen Öl auf die Dämpfung und auf die Federelemente tun. Am besten schaut ihr da im Internet nach, was der jeweilige Hersteller von Öl empfiehlt. Ansonsten leichtes Sprühöl überall, wo sich der Dämpfer bewegt oder wo Dichtungen zu sehen sind. So, optimal, Dämpfer sind geölt. Bevor wir auf den Trail gehen, gibt es noch einen Tipp und da geht es um das Thema Reifen. Ein Thema, was alle Räder gleich haben, sind Reifen und was alle brauchen, ist Luft im Reifen. Ohne die geht gar nichts, also werft einen kurzen Blick auf die Mäntel, stecken irgendwo kleine Schrauben drin oder Dornen. Wenn nicht, dann geht es ans Aufpumpen. Beim Rennrad kann man als groben Richtwert 7 bis 8 Bar Reifendruck nehmen, beim Mountainbike deutlich weniger. Auf dem Trail heißt es viel Grip, wenig Luft. Als Richtwert, ich fahre so mit 1,4, 1,6 Bar Luftdruck. So, Reifen sind aufgepumpt, Bikes sind ready. Ich hoffe, die 5 Tipps haben euch gefallen. Wer noch weitere Inspirationen braucht, abonniert gerne auch den Kanal von den Explorer Hotels oder schaut mal da oben rein. Simon und Marion, die checken den Trail rund um Kitzbühel. Ich gehe selber auf den Trail. Wir sehen uns, ciao.